Freunde, Mario hat dieses Mal kein Papagei auf den Nase sitzen, sondern eine Taube. Und damit herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge, beziehungsweise zu diesem weiteren Part Super Mario Odyssey. So, diesen Secret Mond meinte ich nämlich, aber hier konnte man irgendwie nicht rein und er war nicht da, ne? Okay, gut, dann sammeln wir den halt eben jetzt ein. Ist ja auch gar nicht. In dieser Episode, sag mal, was wir in dieser Episode machen werden. Ja, definitiv werden wir in dieser Episode hier ein paar Monde in New Dong City, also Cityland, finden, farmen, was weiß ich, der Geier, ne? Ja, du kannst gerne beim Konzert hier mitmachen. Sprechen wir mal eben schnell mit der Bürgermeisterin, weil die möchte bestimmt ein Konzert veranstalten, das weiß ich natürlich alles schon, ne? Werden wir in dieser Episode wohl das Spiel dann durchspielen? Oder eher zur Hälfte? Filmmusiker sucht sie, siehst du? Bam. Genau, ja. Danke. Das ist Easy. viel Mund, oder? Ja, ich krieg insgesamt 4 Monde für die 4 Musiker. 2 habe ich ja schon gesehen. Den einen hier. Dann noch den Gitarristen da. Ne? Und dann suchen wir nochmal einfach so ein paar Monde und dabei werden wir schon irgendwo Musikern begegnen waren. Ich kenne diesen anderen Secret Mond, den kennt sonst gar keiner fast. Wirklich alle fragen sich, wo dieser eine Mond ist, ja. Und ich habe ihn einfach selber gefunden. Ich habe ihn wirklich nicht im YouTube-Video damals nachgeguckt oder so. Ja. Ja, wirklich. Ich spreche gerade Real Talk, ne? Ja, nee, warte, ich zeige ihn dir jetzt, weil der ist richtig schwer zu finden. Den kann man gar nicht finden, ja. Man muss einfach. Man muss einfach genius sein, oder? Ja, man muss sich einfach hinschillen, ja. Man muss sich auf eine Bank setzen, um diesen Mond zu kriegen. Ich zeig's dir, wo der ist. Hier. Da. Da sitzt nämlich so ein einsamer Herr und ich setze mich jetzt einfach mal neben ihn. Oh. Du bist der Erste, der sich neben mir sitzt. Hier, ein Geschenk für dich. Kommt keiner drauf. Wärst du dir jetzt einfach so drauf gekommen, dass du dich da hinsetzen musst? Ja, ich glaube, da kommen nicht so viele drauf. Ja, das ist hier vorne, aber da kommen wir jetzt erstmal anscheinend nicht bei, aber wir können ja hier mal reingehen. Stimmt, da muss man jetzt ja durchgehen. Der war ziemlich einfach, muss ich tatsächlich sagen. Das ist so. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter. War wieder eine schöne Rakete, wie wir das schon können. Und dann haben wir 10 Länder schon wieder fast halb durchgespielt. Haben wir dann. Ja, stimmt, dann haben wir schon 10, 22 Monate. Wie schnell das immer geht, ne? Wie unglaublich ist das. Hier braucht man das erste Mal gar kein Cappy. Da muss ich jetzt aber los. Das Level hier ist echt schwer. Sag ich euch Wenn ganz wir so ehrlich. einen Sound in den Schnitt einfügen. Ah ja. Oder immer wenn er stirbt. Oder immer so ein Sound in den Ihr müsst sehen, wie der gerade da sitzt. Der andere Maschine bin ich gerade mit Cappy. Also er sitzt ungefähr so da. Ja, ganz so.
Hört man das gar nicht im Stream oder so? In OBS? Oh, boah, hä? Ich spring einfach drüber weg. Ja, nein, ich warte nicht. Weißt du was? Das ist mir zu viel Zeitverschwendung, wir machen so. Wir gehen wieder zurück und machen das nochmal weiter. Ich hatte ganz ehrlich, besser ist das, ja. Der Xbox-Controller ist halt viel lauter als das Mikrofon. Ich kann den auch schön laut machen, aber... LOL! Das ist dieses andere Secret! Oh mein Gott! Hier kann man... Nein! Wir haben gerade dieses andere Secret entdeckt. Das wusste ich nicht, dass es dieses Secret hier gibt. Sowas ist nie da, wenn es kein Secret ist, Digga. Aber eigentlich ist es voll offensichtlich, weil da oben ist halt ein Gitter. Hier ist ja halt der Schatten, ne? Mhm. Ja. Da verraten die ultra geilen Schatten aus. Meine Grafikkarte denkt sich wahrscheinlich gerade nur so, what the heck? What the fuck, Alter? Yo, Digga. Ganz, meine Grafikkarte wird jetzt natürlich auch berechtigt, aber trotzdem, die wird sich auch beantworten, ne? Hm. Das gerade halt so ultra arbeitet, ist mein Prozessor, ne? Ja, der arbeitet ganz gut. Der steht gerade hier, diese Station hier, die finde ich auch richtig cool. Hier wirst du quasi zu so einem Autofahrer. Zu so einem RC-Autofahrer. Und mit dem kannst du dann, mit dem Auto kannst du dann in dem Level diesen Mond einfach einsammeln. Das finde ich echt cool gemacht von Nintendo. Nice. Freunde, wir haben 10 Monde. Dann würde ich sagen, ein weiterer Part von Super Mario Odyssey geht zu Ende und ja, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.